Oh, hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt hier beim Skaltenfest Open Air 2019. Ich bin diesmal wirklich rechtzeitig gekommen, also eher bevor es aufmacht und bevor schon 5 Bands gespielt haben. Hab schon mein Zeug aufgestellt und also ich bin echt gut in der Zeit. Dann schauen wir uns das hier jetzt mal so ein wenig an, solange noch leer ist. So, schaut, da ist der Eingang. Da ist der Eingang, also das ist die Einfahrt, das ist der Eingang. Und da sind die Damen von der Kasse, jetzt geht sie weg. Jetzt bin ich extra hergekommen. Da, das ist die eine Dame und das ist die nächste Dame und die dritte, die ist weg. Und da gibt es dann Bändchen, da, die hat schon eins in der Hand. Und Karten, aber die sind nicht mehr zum Verkauf, die sind nämlich ausverkauft. Ja, aber wieso habt ihr dann noch Karten? Das sind quasi für diejenigen, die es nicht mehr rechtzeitig geschickt bekommen haben. Ah, okay. Die Souvenir haben wollen. Ah, verstehe. Hinter mir sieht man, also da ist dann gleich in ungefähr 5 Minuten ist da die Hölle los. Da, also da Moshpit mit Nasenbluten und allem. Und hier bereiten sie jetzt gerade vor. Die erste Band, die sind schnell eingesprungen. Das ist die, man kann sie auch die Einsprungband nennen. Die kennt ihr von neulich. Das ist Wachsam. Ah, da ist geheim. Da sind WCs. Und da hier in diesem Gang kann sich dann der geneigte Konsument kann sich dann eindecken mit T-Shirts und Fernsehregalen und. Jetzt kommt mein Vater hergefahren und bringt den Ersatzschlüssel mit. Aus da, wo du wohnst? Ja. Da spricht man da so, wie du sprichst? Genau, so spricht man da. Und deswegen versteht mich ja mein Vater auch so gut. Deswegen kommt er hierher. Wie weit muss man jetzt fahren? 2 Stündchen, anderthalb. Boah, Alter, ich würde so einen Arsch versohlen. Weißt du, was die Alternative davon ist? Was? Wir haben AVD angerufen, er hat gesagt, 3000 Euro. Aha. Oder Scheibe einschlagen. Und da lasse ich dann lieber meinen Vater herfahren, auch wenn es mir echt leid tut. Also das ist der Scrutius. Und da hat seinen Schlüssel im Auto gelassen. Wir machen jetzt keine Späße, weil wenn wir Späße machen, dann passiert uns das nämlich auch. Der Arme. Aber sein Papa kommt jetzt hergefahren. Ja, genau. Der Arme. Zwei Stunden ist er da, dann verpasst er so eine Band quasi. Anderthalb. Und ich muss dich dann angraben, dass du mir mal von den ersten Bands ein paar Aufnahmen gibst. Ja, machen wir für nötig. Und da, schaut, wer da ist. Huhu, mein Lieblingsding. Ja, die sehe ich immer voll oft. Schau mal, wie. So, die sehe ich sehr oft im B-Hof und beim Geis. Ja, das stimmt. Ja, ich will immer hupen, aber dann habe ich es vergessen. So, jetzt sind nur 1, 2, 3 Leute mehr da.
Zombas da auf. Jetzt, also, die verpassen schon die erste Band. Wir gehen da jetzt mal ein Stückchen hin. Sie rufen schon seinen Namen. Er scheint sehr berühmt zu sein. Also hier, mal schauen, ob er uns überhaupt eine Drehgenehmigung gibt. Das ist der Steff. Moin. Ich bin nicht der Steff. Der dreht sich immer weg, ne? Ich warte jetzt einfach mal so. Und jetzt habt ihr jetzt den legendären Steff Jörmungand gesehen. Jetzt zeige ich euch mal hier drinnen, also da. Da kommt man rein. Oh, da ist der. Scheiße, das ist der Schinken. Seht ihr den? Das ist der kleine, das ist der Schinken. Der da. Okay, und hier gibt's dann, da gibt's Getränke, da. Und da gibt's, ist die Bonkasse. Da, ich laufe mal wegen zur Bonkasse hin. Da habe ich schon mal gesehen, im B-Hof. Servus. Da hat er, glaube ich, auch was gesagt. Der hat immer Mütze auf. Ja, genau. Also, lass mir ja meine Haare noch wachsen. Recht langsam. Okay, warte mal. Da, also da gibt es die Bonks, die kann man dann da einlösen. Da gibt es auch Essen. Essen. Frühlingsrollen gibt es manchmal sehr lecker und Pommes und so. Und da ist dann Autogramm. Aber von mir keine, weil ich bin ein Rotgarten.
scheiße, die Prominenz. Einer prominenter als der andere. Wie sie einfach dran vorbeigehen, ne, weil sie so wichtig sind. Aber jetzt gleich stehen sie da und gucken blöd. Du musst dich den Bier unterordnen gerade. Ja, okay. Schau, der hat's. Aber der hat's richtig gemacht. Ah, nee, ihr wart schon da. Nee. Schau da. Das kommt davon, ne? Die kleinen Sachen. Ja. Das ist der Anführer. Da. Der mit den 80er Oberarmen. Das ist der Anführer. Ah, und ah! Ah! Hallo, Rainer. Der Rainer. Rainer. Servus. Hallo. Und da? Der spricht jetzt einfach, spricht er mit jemand anderem. Das finde ich eigentlich schon eine Frechheit, ne? Also, sobald ich den Raum betrete, müssen alle Gespräche sofort eingestellt werden. Hallo. 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 Hallo, Rainer. Entschuldige. We'll be right back.
tauschen da gerade Panini-Aufkleber aus. Da wird rege diskutiert. Wer hat jetzt recht gehabt? We'll be right back.
Scheiß, dieses Jahr ist das Beste, ja? Weil ich habe ja einen Kaffee und ich kann Kaffee trinken, weil Kaffee trinken ist das Beste auf der ganzen Welt. Brauchst mal so unter uns, ne? Kaffee. So, jetzt gehe ich da wieder raus und pass auf, dass da nichts passiert. Hola. Jetzt die Kamera spielt auf die Rüstung. Sag mal. Ja, der ist die ganze Zeit nur am Meckern, ne? Macht nichts, steht nur da an der Tür rum und schennt. Ja, das muss man so machen. Freut sich da an. Jetzt noch bei Moon Sorrow. Dankeschön.
Ah, ist voll dunkel.
Oktoberfest war da so ungefähr, das ist jetzt vorbei. Oh oh, oh oh. Kein Ding. So, da hat jemand Angst gehabt. So, das bin nochmal ich. Oh, Moment. So mit mehr Licht. Da, wir gehen nochmal kurz zum Steff und seinen Freunden. Den sagen sie jetzt Tschüss. Moment, da ist er. Tschüss. 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 Das свидание было очень приятно. Okay, das habt ihr wunderschön gemacht. Tschüss. Ich hab euch lieb. Tschüss.